So, und moin moin liebe Leute, das sind wir bei der nächsten Runde Survival Games, diesmal auf Hive 1.6, unten der Countdown in der Chatleiste, im Chat oder in der XP-Leiste, so rum. Und ja, es geht gleich los. Ja. So, ich bin auf Emporium, soweit ich weiß. Ja, auf Hive gilt ja immer, dass die Kisten hier solche Pisten sind, wie hier drüben zum Beispiel. Okay. Dann lass uns mal ein bisschen Action haben. Nummer 1. Wrath of the Fallen. Ja, also. Hatte der da vorne schon. Das bedeutet, dass er da vorne Sachen hat. So, hab leider kein Optifine drin und ich muss mir eigentlich auch noch anschauen, wie man 1.6 da Mods installiert. Weiß ich gerade nämlich nicht so sehr. Wahrscheinlich habe ich ja schon erwähnt, dass ich einen Luigi Skin drauf habe. Aber auch weiß nicht. Achso, okay. Schön. Da vorne ist noch etwas. So, noch mehr Rüstung. Obwohl ich schon auch eine relativ akzeptable Rüstung habe. Und da sind wir wieder am Anfang. Oh, toll. Toll. Richtig gelohnt hat sich das, aber. Nun ja, wie soll man sagen? Nicht. Ah, da vorne ist jemand. Bei 1.6 habe ich irgendwie so das Gefühl, dass Sprinten hier so ein bisschen später einsetzt. Weiß man nicht warum. So. Further on. Und ja, Chunk Loading ist hier gerade auch ein bisschen langsamer. Schöne gebackene Kartoffel hilft natürlich auch ein bisschen. Okay, die Chunks laden sich an mir wirklich sehr, sehr langsam. Ja, aber könnte natürlich auch daran liegen, dass ich hier momentan eben noch Vanilla Minecraft spiele, bei Optifine. Das bringt es hier eigentlich doch schon alles in Lot. So. Da habe ich nun den nächsten. So, war doch gar nicht so schwer. Ist auch noch was Wichtiges? Nein, ist nicht. Ist nicht. Habe ich doch irgendwie, ja. Ein zweites Goldschwert habe ich noch. Oh, ein Steinschwert ist stärker. Ich dachte bisher immer, dass ein Goldschwert stärker ist als ein Steinschwert. Ist es aber anscheinend nicht. Also geht's hier schon mal weiter. Das ist so der inzwischen vierte Kill. Weiß gar nicht. Wie viele Kill war das? Okay, Steinschwert ist effektiver. Effektiver. Also man kann das Weizen abwerten. Oh, gut zu wissen. Das Sprinten setzt dir so spät ein, das ist so
verwirrend manchmal. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das wirklich nur so ein Bug ist. Weiß ich nicht, wie schon gesagt. Und da sind wir erneut am Spawn. Unten geht's runter. Okay. Also die Map hier kenne ich auch nicht. Hab die ja auch zum ersten Mal gespielt, weil ich auf Hive selten Survival Games spiele, weil ich ja in keine richtigen Survival Games Runden reinkomme, weil die Server immer voller als voll sind. Und es leben auch nur noch 5. Gut. Gleich müsste dann Showdown. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall dieses Finale, ne? Was da ja so zentral stattfindet. Ja. So. Rein mit uns. Umgucken. Um die Ecke schauen. Fäden brauche ich vielleicht. Mit TNC habe ich ja vorhin schon verschwendet. Leider. Aber es hat doch hier uns einen Kill gebracht, also ja, wäre effektiver gewesen, wenn beide noch da ständen, aber ja, so ist es nun mal. Und komme, was ist? Okay. 24 Minuten noch bis zum Deathmatch, also lang wird die Runde wahrscheinlich überhaupt nicht dauern. So in meinen Augen. Hier erstmal mein Hütchen wegessen, da ich einen Platz hab. So. Durch den Wald mit allen Chunk Fails, die ich auch nicht ausnutzen kann, weil in die Ferne schauen, das ist hier nicht gerade meine Spezialität. Geht's hier irgendwo hin? Nö, tut's nicht. Ach so. Aha, so, okay, dann weiß ich, wo ich bin. Schön. Weiß ich dann ja schon mal, wo ich bin. Es kann ja nur besser werden. Da. Hallo, war das Ganze hier so zwei breit, so zweimal zwei ist, sonst hätte es geklappt. So, rückwärts, 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 rückwärts. Ja, genau so. So, zurück zu alten Zeiten, oder zu alten Orten. Dann laufen wir hier wieder den Gang entlang und sind wir am Anfang. Hier ist eine Lederhose. Wo ist eine Lederhose? Warum? Oh, eine Höhle. Kundschaften wir die Map hier doch mal mehr aus. Weil ohne Fights, ja, da sind Survival Games doch schon trocken und nicht gerade genießbar. Hier war aber schon jemand. Weil es hier oben nicht auch rausgeht. 22 Minuten noch zum Deathmatch. Notiz, es sind 2 Minuten vergangen. Check. Holzschwert. So, hier geht's auch durch. Diese ist absolut nichts. Aber so gar nichts. Das drückt einem doch schon aufs Gewissen, dass hier wirklich nichts ist. Karotten. So, wieder auf dem verspäteten Sprint. Also es nervt doch schon mit der Zeit ein bisschen ab. So. Hüpfen wir hier nochmal durch die Straßen. Wie wir das immer tun. Hüpfen wir hier doch mal durch die Straßen. Ah, da vorne. Nicht verschwenden, sammeln. Sammeln, mich sammeln, mich sammeln, mich sammeln. Habe ich alles perfekte?
Ja, so ich, wie ich es gerade sehe, bin ich perfekt ausgerüstet. Okay. Wollen wir noch irgendwas Besonderes? Plus 4 Attack Damage, also... Okay, Stein ist viel, viel besser. Was Besseres habe ich gerade nicht. Pfeile habe ich gerade auch nichts mehr in Reserve, wie es gerade aussieht. Aber wirklich so rein gar nichts. Es geht dann gleich also los. Und da sind wir in der Arena. Wow. Ja, natürlich, 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 natürlich. Ah! Ja, natürlich. Und da bin ich natürlich als erster weg. Warum, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall sehen wir uns dann bei der nächsten Runde Survival Games hier wieder auf dem Kanal. Euer Daniel. Bis dahin und ciao.